Howdy, my dear Welding Friends. Hier aus der kalten Werkstatt. 5 Grad sind hier nur, Samstagnachmittag, vorweihnachtliche Zeit. Jetzt gibt es erstmal einen heißen Kapuczynski. So. Ich möchte Weihnachtssterne bauen. Aus Eisen natürlich. 10er Vierkant, habe ich noch 12 Meter. Da haben wir gedacht, da brauchen wir ein bisschen Weihnachtssterne von. Und das wollte ich heute mal zeigen. So soll der Stern aussehen. Ich könnte jetzt Vierkant abschneiden und sie so zusammenschweißen. Würde auch gehen. Gefällt mir aber nicht. Und weil ich so ein Erbsenzähler bin, wie manche behaupten, möchte ich das sehr spitz haben. Das heißt, wir müssen hier einen Spitzenwinkel schneiden. So, um das so spitz zu bekommen, muss ein 65 Grad Winkel geschnitten werden und auf der anderen Seite ein 29,5 Grad Winkel. Dann erhalten wir einen Stern, der hier so ein bisschen die Flügel hängen lässt. Das gefällt mir aber ganz gut so. Das werde ich jetzt mit der Säge abschneiden. Das ist meine schöne Kaltkreissäge. Die habe ich tatsächlich zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Familie. Das ist jetzt auch schon 7 Jahre her. Die kann man schön verschwenken. Und dann können wir diese Gärung sägen. Habe ich gedacht. Jetzt fällt auf, die Säge kann nur in beide Richtungen 45 Grad schneiden. Ich kann keinen 65 Grad Winkel, kann ich hier nicht machen. Gut, da musst du mal ein bisschen überlegen, wie das tatsächlich funktioniert. Wie ist es möglich, mit dieser Säge diesen 65 Grad Winkel zu schneiden? Dabei kam raus, diese Backe wird um eine Position versetzt, dann ist das tatsächlich möglich. Ich versetze jetzt die Backe und dann zeige ich die Aufspannung. So, die Spannbacke ist um eine Position versetzt. Jetzt kann man die Säge tatsächlich, schwenken Sie hier einmal auf 45 Grad. Machen wir uns hier einen Strich. 45 haben wir. 55. 65 Grad. Ach so, der Grund, warum die Backe versetzt ist, damit das Sägeblatt hier frei ist, hier durchkommt. Dann können wir tatsächlich diesen Winkel schneiden. Schön festgespannt, dann sollte es funktionieren. Damit ich mir hier nicht in den Tisch reinsäge, muss hier unter dem Werkstück etwas untergelegt werden, Schraubzwinge geklemmt. Auf der anderen Seite ist auch was unter, was natürlich dann nur 8 mm ist. Dann kann man jetzt hier ein Probestück erstmal abschneiden. Ja, Schnellspannung. Und dann schauen wir mal, ob der Winkel passt. Bevor wir jetzt hier 50 Stück absägen und alles versaut haben, wird erst ein Probeschnitt gemacht. Zum Abschneiden. Ich habe hier nochmal den Gegenhalter, der hält das Werkstück fest.
konnte man vorhin schön sehen, dass bei diesen ganz schrägen Schnitten das Werkstück gerne mal hineingezogen wird. Das ist nicht so schön. Der hält das dann fest. Hier ist der Anschlag für dieselbe Länge alles. Und hier ist übrigens ein ganz tolles neues Sägeblatt drin. Das hat 110, 275 Durchmesser. Das schneidet sehr gut. So, dass wir jetzt hier eine lange Stange absägen können, muss ich natürlich leider aus der Tür raus. Aber da kann man die Säge bequem nach vorne ziehen. Wenn ich die so einrichte, draußen auf Rollenböcken. Das baue ich jetzt alles auf. Säge meine 50 Abschnitte für die Sterne. Das zeige ich jetzt nicht. Jeden Abschnitt, das wird zu langweilig. Den Gegenhalter kann man sehen, ist deutlich besser, würde man machen. Gut. So, eine Seite ist fertig geschnitten. Jetzt kommt die zweite Seite dran. Das ist der zweite Winkel. Den können wir wieder mit der herkömmlichen Einstellung der Säge machen. Alles ist abgesägt. Beide Winkel sind rangeschnitten. Hier auf den Schweißtisch sind die Teile schon zusammengelegt, natürlich vorher gereinigt, geschliffen. Jetzt muss es nur noch zusammengeschweißt werden. Der Stern ist fertig. Juhu. Jetzt noch die Hinterseite vielleicht etwas verschweißen. Frau Müller freut sich und ich bekomme bestimmt als Belohnung ein Marzipanbrot. Angebrannt. So, das war's für heute. Keep on mailing, my friends.